So, willkommen zu unserem So. neuen Let's Play Together. Und zwar, hey Dennis, und zwar nehmen wir Minecraft auf. Ja, wer hätte es gedacht? Yay. Und wir machen das Ganze als so eine Art Riesenkooperation. Weil nämlich, auf der einen Seite gibt es ja Sny. Und dann gibt es ja noch Sny and Friends, wozu Dennis und sonst wir alle gehören. Und tada, Dennis ist heute hier dabei. Der heißt Neldureth. Aber auch Warum auch mit immer. dabei ist der Marcy234 hier. Von Maki. Hallo. Plan B LP, neuer Channel. Und er nimmt auch auf. Und bei uns, also er nimmt für seine Jungs auf. Er hat noch ein paar Freunde, die könnte auch mal sein, dass sie mal mitspielen. Und bei uns nimmt jetzt gerade am Anfang der Sebastian auf. Ich gucke ihn gerade an. Hallo. Weil der Sebastian mit am meisten Ahnung von dem Spiel hat, da macht das mehr Sinn. Irgendwann werden dann auch noch andere mit aufnehmen. Und das Tolle ist, haben noch mehr Leute Minecraft bei uns. Der Tietje besitzt es, der Nils besitzt es, der Marc besitzt es. Habe ich irgendeinen vergessen? Nö. Gut, ja, vielleicht überreden, können wir noch die anderen überreden, dass die dann auch noch mitmachen. Also jeder kann hier mitmachen, wenn er Bock hat. Und wir haben uns einfach vorgestellt, wir bauen einfach mal in den Tag hinein, mal gucken. Wir finden gemeinsame Ziele und würde ich sagen, wir fangen direkt jetzt an. Der Dennis hat nämlich gesagt, erstmal hier. Ach, Dennis, hast du auch schon Hallo gesagt? Ja, nee, Okay. hallo. Naja. Ich guck gleich den Sonnenuntergang zu, weil es wird gleich schon wieder Nacht. Ja, der Dennis hat da hinten gesagt, da wäre ein schönes Biom und da sollen wir jetzt rübergehen und deshalb machen wir das jetzt auch. Und die Folgen werden so zwischen 20 und 25 Minuten lang bei uns. Haben wir uns so gedacht, dass das Sinn macht. Wo ist Sebastian? Also. Sind tauchen. Das Bittere ist, wir hatten schon 4 Folgen aufgenommen, müssen wir ja erzählen. Da auf unserem eigenen Server, den wir bei Host Europe gehostet hatten. Das hat aber da ab und zu mal Leckprobleme gegeben, dann auch Abstürze, genau. Und so mussten wir uns dann jetzt leider dafür entscheiden, bei Nitrado, machen wir direkt mal Werbung, nicht leider, aber wir haben uns jetzt einen komplett eigenen Server geholt und das sieht jetzt hier schon deutlich besser aus von der Performance. Jo. Bin wieder für Genau. Nahrung zuständig, ja, ne? Ja. Und ja. Hier ist ein Oh, die Schwein. Tiere lecken nicht bei mir, ist das geil. Ja. Stirb. Dass dich Tiere geleckt haben, war sowieso eins deiner größten Probleme, ne? Ja. Und die Zombies und Creeper. Kill! Oh. Und man sieht sofort die ganze Welt. Weil Ja, ne? Man kann viel weiter vorhin kommen. waren sehr viele, konnte man Ich hab um die ganze Akazienholz! Welt Ja, gucken. meine ich Das. ja, das ist ja das Geile. Was ist daran so besonders? Das sieht richtig, das hat eine richtig geile Farbe, so orange. Ach, Orange. Oh, Orange. Deine Farbe, ne? Auch von Supreme Commander, oder? Yay. Und ich sagen jetzt zu zwei Grad Baum. PvP ist an, ne? Ja. Ja. Und Monster sind auch an. Heyo. Ja, das macht ja auch nur Sinn. Guck mal, wie die schön die Bäume da oben aussehen. Wir müssen gleich mal die Setzlinge auch noch mit rausholen, ja, ne? Alter. Nee, müssen wir nicht. Da sind genug Bäume. Trotzdem. Ah, ich hab schon einen. Hier ist immer so viel Gras in der Savanne, das ist so geil. Gras, nicht krass. Gras. Gibt's ein besonderes Ziel, wo wir hingehen müssen? Was Also ich natürlich könnte auf dem schade ist, Berg sind so. wir spawnen jetzt nicht im Ja. Schnee, ne? Da hinten sind. Ey, Enderman! Da ist ein Enderman! Und Zombie. Ein Und eine Zombie? Spinne rechts neben mir. Scheiße! Und noch ein Zombie. Und überhaupt? Und überhaupt? Ah! Fuck you! Stirb doch mal jetzt hier! Dieser Zombie, ey! Oh, hier aber direkt an mir vorbeigeht der eine Zombie, ey. Na, ja, nie gesehen. Kommt der von hinten und geht an mir vorbei. Okay, der Zombie. Boah, hier aber tot, du scheiß Zombie, ey. Wow, und ich beschäftige mich hier mit einem scheiß Schwein, das nicht tot geht. Nein, ich verprügele hier auch Schweine und Zombies mit Dennis, Zuckerrohr. du bekommst Besuch von hinten. Pass auf! Ich mach mit. Nicht in Richtung Zombie-Kill! Enderman laufen! Nicht in Richtung Enderman! Wenn du mir sagst, wo der ist? Tolles. Ja, egal, nein, ich bin auch reingefahren. Ja, warum ist er ja? Ja, Leute, ich würde sagen, wir gehen da oben auf den Hügel erstmal rauf, oder? Ja, aber da ist der. Ja, genau, das wollte ich auch vorschlagen, aber von hinten. Weil nämlich der Boah. Enderman da vorne wartet. Also, das war jetzt nicht ein bewusster So. Spruch. John Lord ist da. Hier geht's auch schnell. Zombie! Guck mal, hier ist auch eine schöne Höhle, wahrscheinlich. Ey, Zombie! Da, nee, das sind, wie heißt die Creeper! Dinger? Creeper! Komm, bringen wir zum Explodieren hier. Ganz Komm zahme her, kleine. komm her!
egal. Gehen wir erstmal hier den Hügel hoch. Vielleicht ist das ja hier schon unser Gebiet, unser zukünftiges Zuhause. In der letzten Welt müssen wir einen Leute länger suchen. Ja. Oh mein Gott, ein Skeleton! Endlich, ey! Warte, warte, ich schlag den Skeleton den Berg runter! Oh fuck! Schlag den Skeleton den Berg runter! Au, oh, Arschloch! Wo seid ihr? Sebastian, ach, da oben! Hinter mir ist auch ein Skeleton! Nein, er ist tot! Da ist ein Knochen! Hehe, meiner! Ja, nimm mit! Gut. Oh. So, ich bin oben auf dem Dings. Ja. Alle hier oben. Hier oben ist ein Zombie. Ah, das ist ein Zombie. Mit Goldrüstung. Ja, ich will da auch hin. Das ist eine Lederrüstung, keine Goldrüstung, oder? Nein, das ist Gold. Ja? Von mir? Achso, ja, das liegt in meinem Resource Pack. Ah! Aua! Das ist geil, hier sind Schweine hier oben, das ist cool. Ah, ich bin gleich tot. Ja, lass mich kämpfen, ist okay. Okay, ich geh doch lieber hoch. Ey, hier oben, das ist unser Ding. Hier bauen richtig wir was, geil, oder? Geil, Alter, ne? Hier ja. Oben ist ein Traum. Das hier bauen wir auf jeden Fall was. Müssen da noch eine einfache Möglichkeit geben, wie wir hier schnell hochkommen. Guck mal, der Canyon da unten. Geht doch da hinten richtig geil weiter. Ah, ich bin einfach viel zu sehr der Typ, der die Landschaft der genießt. Ja, genau. Ja, ein Canyon ist gut. Ja, hier ist ein Zombie in der Goldrüstung, der stirbt nicht. Hilf mal. Das ist nicht mehr. Oh, ey, das. Zombie, Hilfe. Mehrere Zombies. Bin fast tot. Der Zombie der Goldrüstung stirbt aber nicht. Der stirbt nicht, der Junge. Er hat mich gekillt. Ah, ich hab mich. Er hat ihn zu mir geschlagen und ich bin gestorben. Aber das sieht hier echt cool aus. Ja. Also, ich würde sagen, hier oben bleiben wir, weil das können wir uns hier fast wie so eine Burg zumachen, dass dir gar nichts hochkommt, ja? Du und deine Burg, ey. Entschuldigung. Wir können auch so einen schönen. Wir können echt eine Burg bauen. Und dann lassen wir dem. Ich kann nicht mehr. Kann ich. Ich wollte gerade sagen, dass wir dann um die Burg rum so Lava oder Wasser rumlaufen lassen, so. Am besten Wasser, dass kein Gegner hoch kann. Wir bauen so eine Brücke runter. Eine Brücke runterbauen, ah ja. Ja, also eine Brücke den Berg runterbauen und an jeder Seite des Berges kommt halt Wasser runter. Habe ich mir dann auch gedacht, wir müssen hier einen relativ einfachen Weg nach oben haben. Oder wir bauen es einfach so, dass das zwei hoch ist. Also, ja. Ist immer was zwei hoch, dann können die hier gar nicht hochkommen und wir können ja vielleicht mit Türen das machen, dass wir da hochkommen. Oder. Oh mein Gott, Triple! So. Echt hoch. Junge, wie viele Skeletons hier stehen, hier ist nicht. Und drei Creeper. So, ich mach uns gerade mal schnell. Du hast mal Zeug aufgesammelt, Sebastian, oder? Bisschen was, kann sein, ja. Ja, ist ja egal, wir sind ja alle zusammen, also ich mach dann auch wieder Nahrung, denke ich. Zack. Das Gute ist, wir haben den Berg, das heißt, wenn wir nach unten buddeln, haben wir schön viel Steine. Werkbank in der Mitte. Ja. Ach, Tim macht schon alle Bäume erstmal weg, oder was? Ah, ich mach mir erstmal. So. Ey, das ist so geil, dass wir hier einen See in der Mitte haben. So. Das ist richtig geil. Wir müssen ja hier oben keinen Rick. Wir müssen das ja nicht für alles voll machen hier oben, sondern aber wir kleines, können ja mehr, kleines so eine Quartier. Kleine Stadt hier oben machen drin. Was haltet ihr davon? So mit mehreren Gebäuden hier oben drauf. Ja, das wäre cool. Das ist doch mal nice, also. Also ich werde denn mein Häuschen baue ich hier, ja, an dem See oder so, weil ich ja farme. Kannst du gerne machen, so 4-5 Häuschen passen doch hier oben locker drauf. Alter, Zombie, was willst du? Hopp! Ah, ich zu mir schicken. Unser Berg. Geh weg. Komm der nächste hier. Wie Marcel sagte, rennen wir außen rum, sorgen dafür, dass das alles erstmal plus 2 ist. Könnt ihr machen, ne? Sehr gut. Ja. Ich bin ja auch so gerne, der jemand abbaut, ne? Aber ich würde das etwas weiter unten machen. Ja. Und zwar, dass das nicht direkt hier oben schon zwei hoch ist alles. Warum? Das sieht dann, glaube ich, schöner aus, oder? Ja. So, dann baue ich nochmal welche. Boah, aber hier ist wieder ein Stück. Ja, stimmt, wir gehen nach ganz unten und setzen. Wir gehen nach. Oh, scheiße, hier sind 4 Zombies und Creeper. Wow, dreht euch mal um. Marcel und Sebastian, weg hier! Time to mine!
Ich hab Schwerter. Hier ist ein Creeper, der ist ganz zahm. Marcel, ach da, ja, Tastaturfechten wie Weltmeister. Hey, Creeper. Creeper, komm her, komm, guck mal. Boah, wie der weggeflogen ist, Alter. Man kann die Gegner halt den Berg immer runterprügeln, das ist richtig geil. Ja, macht es fast Sinn, dass wir das plus zwei unten machen, oder? Ah, der lebt noch. Der lebt noch, der kommt gleich wieder. Der Creeper ist tot. Nee, der kommt gleich wieder. Oh, ich hab ihn gerade getötet hierhin. Oh, zwei Schwarzpulver, geil. Ja. Wahnsinn, das ist gut. Ich hab auch zwei Schwarzpulver bekommen. Habt ihr gerade gehört, Leute? Da macht es doch schon fast mehr Sinn, dass man nach unten geht und unten das plus zwei macht, auf der ersten Ebene. Nee, auf der ersten nicht. Aber mittendrin ja, ist dann ja. Auch, sieht dann auch scheiße aus. Dann finde ich, könnten wir es doch noch glatt hier oben machen. Also ich würde es sowieso unregelmäßig machen, ein bisschen. Damit der Berg trotzdem noch ein bisschen natürlich aussieht. Wird übrigens hell. Feed the rhythm. Fuck. Wollte das Achievement eigentlich auch mal haben. Habt ihr alle Samen? Gebt mir eure Samen. Das hört sich richtig geil an. Hört sich lecker an. Ja. Komm her! Ja, brüll mir die an. So, hier kommt schon mal ein ewiger Brunnen hin. Dann haben wir das nämlich auch schon mal erledigt hier. So. Ja. Aber was wir machen können, wir können das hier oben alles auf eine Ebene bringen, oder? Das ja. Sollten wir sogar. Dass wir uns an dem Wasser hier orientieren. Ja. Von mir aus kann ich ruhig dieses 2 hoch machen. Ja. Ich mache erstmal Felder. Ich brauche ganz viel Dirt auf jeden Fall. So. Ich fange jetzt hier einfach irgendwo einfach mal an hier. Habt ihr wieder Bäume gepflanzt? Natürlich nicht. Ja, also ich habe jetzt. Ich würde erst Bäume nachher pflanzen, wenn ja. Schon. Ich sammle erstmal meine letzten Akazien-Setzlinge. Ja, gut. 7 Stück habe ich bis jetzt. Wow. Da hinten müssten wieder welche liegen, die hole ich mir mal gerade. Wenn die nicht schon irgendwer, ne, da liegt einer zum Beispiel. Das sind schon 8 Akazien. Ah, deswegen. Timber, dir fuscht. Ein kleiner wenn Erde habt, Fuscher. Wenn ihr Erde habt, könnt ihr ruhig mir ruhig geben, weil ich brauche Erde. Wir brauchen alle Erde. Meins. Wow. Was schön. So, ich fange jetzt auch an, Erde abzubauen. So, welche doch die Ebene müssen wir genau. Oh, da haben wir aber schon mal was zu tun am Anfang. Wenn wir das jetzt also auf eine Ebene bringen wollen. Erde, ja. Was? Hat man schön viel Erde, sag ich. Wollte ich mal sagen. Brauchen wir gleich erstmal eine Kiste, wa? Eigentlich? Oder was sagt ihr dazu? Ja. Marcel ist gerade runtergegangen wegen dem plus 2. Ja. War das hier jetzt schon. Wir müssen dann nachher auch mal kontrollieren, ob ihr hier nirgendwo hochkommt. Ich bin mir dann jetzt nicht so sicher. Ja, mein Gott, wir werden eine Brücke runterbauen, oder? Nein, ich meine, damit auch keine Zombies hier hochkommen. Ja. Ich kann ja eine Brücke runterbauen aus Holz. Ja. So eine Bogenbrücke wie mein Baum aus dem, weißt du? Ja. Oder wir können es doch hier richtig heftig machen, Tim. Wir bauen von hier eine Brücke rüber zum anderen Hügel da hinten hin. Das wäre natürlich auch sehr nice, ne? Da den Eingang. Das wäre richtig übertrieben, Alter. Dass wir so Dörfer bauen, die so verbunden. Über Berge, Bergdörfer. Dann machen wir alles noch blau und nennen das ganze Avatar, ja? Ich würde sagen, den werde ich zum Bergkoden. Ey, Dennis, ja. Beleidige nicht Ava.
Ey, war es doch schon längst tot, der haben wir schon gekillt da. Da war doch einer von den Bäumen da. Aber die Idee, dass hier oben so ein Dorf da auf so einem kleineren Häuschen, finde ich schon echt sehr, sehr cool. Ja, das ist mal eine Abwechslung. Dann kann auch theoretisch jeder für sich sein Haus bauen. Das wäre hat auch was hier oben. Ja. Ja, da hat man auch keine Meinungsverschiedenheit. Weil das Einfache ist ja groß und riesig und aber klein, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren. Aber wir können ja so machen, wir machen so ein allgemeines Haus für Lager und sonst was alles. Ein Rathaus, ein großes Rathaus. Ja, aber wo dann praktisch bei uns Lager und sonst was alles drin ist. Ja, ja, ja. Und dann jeder seine eigene Bude hier oben. Rathaus mit der Schatzkammer. Wir rennen dann gleich hier mit, nennt man diese Steine, mit der man Grundsteine? Ja, genau, Grundsteine nennt man das doch, ne? Wenn man, ja. Wenn man rumgeht und so. Der erste. Der erste Stein, der erste Spatenstich. Ja. Also der ist ja schon erledigt, der erste Spatenstich. Da sind wir ja schon. Ja, so. Gebiete markieren, das meinte ich. Ja. Ich nehme jetzt mal. Na, eigentlich müsste ich. Alter. Ja, ist gut, was er macht. Wir brauchen ja auch was zu essen. Alter, ich mach so ein Megafeld hier. Ach, verdammt. Ja, ich hab 62 Samen, ey. Sonst reicht erstmal. Dann habt ihr ja schon mal hingeschmissen wieder. Ja, ja, deswegen, das sind auch deine. Ja. Ich hatte 30. Ja. So, Wasser reicht 4 Blöcke. Kann ich das allein schon wegen der Wiese ist das hier oben geil, ja? Und man muss echt sagen, der Server ist deutlich besser. Ja. Alter, wie schnell das Zeug wächst. Ich brauch. Hat jemand schon Pflastersteine? Ach, muss das ja gar nicht. Ich muss ja gar keinen Brunnen lassen. Wir haben ja dann auch einen See in Fetten und da drüben haben wir auch noch einen See. Ja. Hat jemand Pflaster? Dennis, du? Ich hab keine Cobblestones. Ja, wir müssen uns da mal runterbuddeln. Ich hab erst einen. Wir müssen ein bisschen runterbuddeln, ist ja nicht schlimm. Dass wir hier mal einen Ofen machen. Ach, Kohle haben wir auch keine. Kohle können wir doch aus Holz machen. Holzkohle können wir machen. Ja, aber wir haben keinen Ofen. Und sich. Oh! Schweine, 3 Schweine, 4 Schweine. Ah. Ich würde sagen, dass wir hier erstmal nicht zu viele Schweine töten, weil wir müssen ja auch noch ein paar züchten, oder? Hey, die Respawner, oder? Alle also vom Server eingestellt, oder? Weiß nicht. Also. Lass doch mal ein Feld, ey. Hat jemand noch Samen von euch? Ja. Komm her! Wo bist du? Da. Ja, jo, danke. 15, ne? Das könnte knapp werden. Verdammt. Ah, das reicht. Einen habe ich übrig. Guck mal, das ist immer ein Feld, ey. Das dauert erstmal ein bisschen. Boah, das ist doch winzig. Winzig, ey. Naja, gut. Für ein Feld, das nach nicht mal 20 Minuten, wo die Map gestartet wurde, ja, ist akzeptabel. Akzeptabel. Ich kann immer so wie Lukas machen. Ich kann den ganzen Berg jetzt im Feld machen. Man muss jetzt aber erklären, wer ist Lukas? Wir sind jetzt gerade im LP. Lukas Podolski. Ah, okay. Genau. Den weiß, wen ich meine. Lukas Podolski ist nämlich. Ne, den spielt er immer. Richtig. Der spielt immer richtig gerne in Minecraft, ne, auf unserem Server. Und immer. Habt ihr euren Server noch? Nee, ne? Doch. Der ist online. Aber Dennis spielt lieber bei uns. Ich spiele auch mit. Halt. Ich spiele auch manchmal bei uns. Ja. Oh, das ist sehr interessant. Bestimmt für euch zuzuschauen, wie wir hier Erde abbauen. Aber das hat natürlich ein Ziel. Das wir jetzt was hier haben. Die Uhr ist alles safe hier. Die Uhr sagt gerade 19 Minuten. Ja, die erste Folge kannst du ja overextended machen, eine halbe Stunde oder so. Können wir ruhig machen, dass wir eine halbe Stunde machen. Als Start. Ja, overextended. Dann immer danach zwischen 20 und 25 Minuten. Das passt 100%. Ja. Das ist auch einfach zu komprimieren. Das. Wie gesagt, ihr könnt bei Marcel, bei Plan BLP, die verlinken wir noch irgendwo auch was sehen. Und
Wir haben das immer so gedacht, so wie bei Gronkh und Sarazar, dass wir heute angefangen haben, mal hier mit dem Intro, mit der Begrüßung und der nächsten Folge morgen dann Marcel dann starten und seinen ersten Auftritt haben. Ja. Bei dem sieht man ja sowieso gerade was ganz anderes, deshalb es lohnt sich bei ihm auch mit reinzuschauen. Ja, ich baue Erde ab. Ja, das ist bei uns überhaupt nicht der Fall gerade. Da baut gar keine Erde ab. Wir treiben gerade Handel mit den Dorfeinwohnern hier. Den Einheimischen. Wir sind hier beim Pokern. Über Far Cry 3. Also mitten im Dungeon kannst du immer zwischendurch so ein bisschen pokern. Wenn du keinen Bock mehr hast, Leute zu erschießen. Alter. Versucht. Ja, das finde ich auch nicht mal so witzig. Also, vergeht mir der Spaß an der Sonne hier. Da gehe ich jetzt mal allein hin. Ich muss nur überlegen, wo ich mein Häuschen hinbaue. Wird auf jeden Fall eine Holzhütte sein. Ich mache schön wieder aus Ziegelstein. Ich mache aus Lehm, glaube ich. Auf Lehm suchen, ey. So 56 Samen habe ich schon wieder. Kann er jetzt das ganze Gras kann ich ja jetzt erstmal abfarmen, das können wir eh noch mehr wieder machen, so als Deko, oder? Ja klar, das ist. So, scheiße. Das sieht auch besser, also vorüber. Ach, da ist er schon wieder der Sebastian. Woher kommst du denn dauernd, ey? Sieht natürlich auch besser aus, ja? Mhm. Erstmal vorübergehend, wenn wir dann so schön rüber gucken können, ohne Gras. Aber die Welt hier ist geil, also. Wirklich. Da sehe ich mich schon auf Erkundungstouren. Jetzt bekommen. Ah, Mohn! Den Dennis unbekannten Mohn! Hä? Achso. War das nicht Tim? Ich wusste schon, was das war. Dennis wusste noch nicht, was es ist. Ich musste dir Mohn buchstabieren. Ja, das wird auf Englisch bestimmt anders geschrieben. Ja, ist klar, und auf Französisch wird es auch anders geschrieben. Was ein Zufall! Ja, ich spiele das Spiel auf Englisch. Er ist selber schuld! Ah, oh, du hilfst da, ey. Der ist schuld. Die Weltsprache. Das ist Deutsch. Warte mal doch ab, ey. Das ist nie die Weltsprache. Fürst hat Deutsch schwere Grammatik. Ach, und Englisch nicht. Aber ich würde auch sagen, wir machen an den Rändern jetzt nichts irgendwie noch extra gerade oder so, sondern wir lassen das hier oben so kurvig wie ist. Also... Hat aber ja dadurch... den See da würde ich gerne zumachen, würde ich gerne mein Haus umbauen. Tja. Was denn? Wir haben hier oben einen natürlichen See und was willst du machen? Ja, den einen See habe ich jetzt schon weggenommen, für das Feld hier. Ja, ey, da kannst du doch nicht machen, Dennis, ey. Mach ich das jetzt nicht, oder? Da sind Steine. Größe... Oh. Es wird dunkel, es ist Zombie-Zeit. Aber die Größe des Feldes reicht doch jetzt. Für drei Personen reicht es locker. Guck mal. Wo sind Steine? Hier, oder? Ich baue es gerade ab. Ach, da. Sebastian? Was? Feldexperte? Anbauexperte? Was? Reicht doch für drei Personen. Oh. Hier. Tim buddelt sich da längs. Ja, wegen Stein. Achso, das ist hier Gravel. Was macht Mann, Sebastian, ey. Dieses gemeinsam bauen, das ist nicht so mein Ding, ey. Ach. Wieder. Ach. Also ganz ehrlich, ich weiß auch jetzt schon, wo ich mein Haus baue. Und zwar weit weg vom Sebastian. Das ist cool. Wird's uns hier. Ja, Sebastian, willst du dein Haus denn hier am See bauen? Das Haus am See? Das Haus am See? Ja, ich baue mein Ding hier so am Rand direkt so. Hier, wo ich gerade stehe. So direkt am Feld. Ne? Ich hatte meins vorgehabt hier hinten. Das sieht ja so aus, als würde es gar keine Diskussion geben. Ne, glaube ich auch nicht. Ich baue mal uns da hinten rechts in der Ecke. Da wollte ich doch, da stehe ich doch, du! Wo bauen wir. Andere Frage, wo bauen wir denn. Nicht. Woher kommt der Rasen denn hier eigentlich? Ich hab gerade weggemacht alles. Na. Nee, alles noch nicht. Dann müssen wir nur gucken, dass hier nichts spawnt, ne? Hast du schon einen Ofen fertig? Ich hab doch ja keine Pflastersteine. Ja, Tim hat da welche gefunden. Ich glaube, das, was Tim hatte, war Kies. Echt? Ja, da war noch Steine. Das war Kies, er hat recht. Scheiße. Ich bin einfach noch voll nicht im Minecraft-Fieber, ey. Also, mich packt das Spiel noch nicht. Nein!
So. Ich habe übrigens wieder 19 Samen, Dennis. Kannst du da welche haben? Macht das nicht Sinn, dass wir unseren. Also, wer wollte wo sein Haus hinbauen? Ey. Meins ist neben Feld. Ich baue meinen da oben. Wo? Komm, lass mal kurz mal hier mal abstecken. Also, ich wollte meins da hinten, Marcel, geh mal weg. Hier, ich mach mal so hier Klötzchen für mich hin. Dass du diese Ecke hier hinten wollte ich für meins haben. Wir hätten immer noch zum Beispiel hier das zu vergeben. Also, ich baue. Ich glaube, ich gehe hier hin. Na gut, dann kriegt das hier Gebiet der Marcel. Hier. So, sie. Wo wolltest du? Ich baue hier so eine Art. Ja genau, du kannst da vorne. Das ist doch hier geil. Das ist doch so ein schöner Sportsprung. Hier so. Okay, dann mache ich dir dein Ding hier hin. So. Wo wolltest du, Dennis? Ja, habe ich schon einen Sandblock gesetzt. Ja. Ich heb gerade schon einen Keller aus hier. Wofür brauchen wir... Ey, Dennis macht wieder Ego hier. Da brauchst du wieder eine eigene Werkbank, ey. Obwohl nur 2 Meter geben muss. Pass auf, da macht das doch Sinn, dass wir hier in der Mitte, in der Nähe direkt vor dem Feld, hier so ungefähr, unser allgemeines Haus doch hinbauen, oder? Jetzt klaue ich ihm erstmal Pflasterstein. Unser Rathaus. Unser Rathaus, Lagerhaus und sonst was alles. Ja, Kirche, da ist alles all inclusive, ja? Ja, das wird der genau über... Theoretisch hätten wir dann noch... Du wolltest doch den Teich hier zumachen, oder? Abgelehnt. Der Vorstand sagt abgelehnt. Weil theoretisch hätten wir noch Platz hier finden. Oh. Also ich würde ihn lassen. Ich will hier wenigstens ein bisschen Wasser haben hier, ey. Ja, eben. Dann hier hätten wir noch Platz für ein Haus. Dann lass doch den tiefen Teich da, den einen. Den tiefen. Ja, das ist doch der tiefe. Jo. Den er wegmachen wollte. Ja. Sind beide neben deinem Feld, du. Vor allem tief, aber wo ist der tief, ey? Theoretisch könnte auch noch hier später noch ein Haus sein, also es gibt, wenn Leute dazukommen. Ja, dann bau mal eine Brücke zur anderen Hügel rüber. Ich wollte einfach nur sagen, es gibt hier Möglichkeiten. Ja, wir werden ja dann, auch hier kannst du auch noch ein Haus, Mann. Ich will mal abstecken, damit wir so ein bisschen, nicht jeder sein zu viel baut. Und hoch kommen wir von hier, oder? Wollten wir das nicht mit der Brücke machen oder so? Naja, aber wir müssen trotzdem irgendwie. Kriegen wir schon hin. Gut, ich guck mal auf die Uhr. Schön, dass du hier anfängst zu singen, LP, ey. Entschuldigung. Ja, also die Uhr sagt 28 Minuten. Ich denke, weil wir jetzt hier oben erstmal alles fertig gemacht haben, soweit, ist das jetzt so ein perfekter Zeitpunkt aufzuhören, bevor Dennis hier noch am Ende gescoutet wird. Und dann plötzlich bei ich leg hier mal TNT in die Höhle rein. Von oben. Dennis tot! Echt? Mal gucken, ne? Ist symmetrisch an. Scheiße, Mann! Du hast so komische Anfälle hier. Okay. Nee, gut, Leute, dann lasst die Folge beenden und in der nächsten Folge machen wir weiter. Dann beginnen wir hier jeder mit seinen Hausbauten und so weiter alles. Yo. Ansonsten würde ich sagen, macht's gut, Leute, bis zur nächsten Folge. Bis dahin. Bis dahin, tschüss. Ciao.